Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ein Thema, was so oft überall diskutiert wird. Wirklich, es wird schon gar nicht mehr diskutiert. Es ist nur noch eine Seite gegen eine andere Seite. Es gibt gar keine Mitte mehr. Es gibt auch gar keine Diskussion mehr. Es gibt nur noch Vorwürfe und Hass. Und es ist so ein erdrückend nerviges Thema, wenn man sich das von außen anschaut, da ich gesagt habe, lasst uns doch einfach mal dediziert ein Video über das Thema machen, drüber sprechen und dann gucken, ob ich nicht den einen oder anderen vielleicht auf die Seite oder eher auf die Mitte bekomme. Controller versus Maus und Tastatur. Dieses Thema ist, damit man das vorwegnimmt, bis vor 3 Jahren eigentlich in Call of Duty niemals ein Thema gewesen, aus dem einfachen Grund, dass es gar kein Crossplay gegeben hat. Das heißt, auf dem PC mit Maus und Tastatur haben ausschließlich Leute auf dem PC mit Maus und Tastatur gespielt. Ganz selten, wirklich ganz selten war es so, dass jemand am PC damals schon gezockt hat mit einem Controller in der Hand. Meistens war es dann so, Controllerspieler auf der Konsole haben gegen Konsolenspieler mit Controller gespielt. Dann kam MW19 und MW19 war das allererste Call of Duty, bei dem Crossplay drinne war. Das heißt, bedeutet, plötzlich haben PC-Spieler mit Maus und Tastatur gegen Konsolenspieler mit Controllern gespielt. Egal ob Xbox oder PlayStation. Und diese Vorwürfe, die es dann seitdem gibt, ist meistens von Maus- und Tastaturspielern, nicht von allen, aber wenn, dann von denen, dass Controller unfair sind. Und es wird immer gesagt, guckt euch den Aim Assist an, das ist unfair, das ist wie ein Aimbot. Währenddessen sagen dann Controllerspieler, Maus und Tastatur ist aber unfair. Auf dem PC cheaten ja immer alle, was auf der Konsole halt keiner kann. Das sind so die Gegenargumente, auch wenn die nichts miteinander zu tun haben. Und Maus und Tastatur habt ihr doch viel mehr Vorteile. Ihr habt viel mehr Bewegungsradius. Ihr müsst nicht mit einem Finger zielen, sondern mit der ganzen Hand und dem Handgelenk und auf dem PC und, und. Das sind diese Kernargumente. So, und da sollten wir auf jeden Fall anfangen. Das Erste, was man dazu sagen muss, dass auf dem PC überhaupt Call of Duty verfügbar ist und heute so gespielt werden kann wie nie zuvor, liegt einzig und allein am Crossplay. Hätte Activision im Jahr 2019 Crossplay mit MW19 nicht eingeführt, wären COD-Lobbys auf dem PC, so wie es zu dem Zeitpunkt bis dahin war, das letzte war glaube ich BO4, was das am meisten abbekommen hat, sage ich mal, oder World War II, eins von beiden, PC-Lobbys wären noch heute, 4 Wochen nach Release, tot, weil einfach ein Großteil der Spieler auf den Konsolen unterwegs war und ist. Das heißt, gerade diese Hardliner auf dem PC, die dann irgendwie die Konsolenspieler über alles verderben und verbrennen wollen, sollten vielleicht einmal kurz überlegen und sagen, okay, ohne Konsolenspieler gäbe es für meine Plattform in Call of Duty überhaupt gar keine Zukunft mehr. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es wird immer darüber gesprochen, dass PC-Spieler, das kommt von den Controllerspielern, ja viel mehr unfaire Vorteile haben, als es nur ein zu starker Aim Assist wäre. Man kann super viele verschiedene Mäuse kaufen, man kann DPI einstellen, Empfindlichkeit, Aim-Empfindlichkeit, verschiedene Mauspads nutzen, man kann verschiedene Tastaturen mit Hotkeys benutzen, was auf Controllern nicht geht. Und dann kommt immer dieses Argument, ja auf dem PC kann man ja auch mit viel mehr FPS spielen, was halt wahr ist, aber es ist eben kein großes Pro, finde ich. Klar, auf dem PC, mit einem guten PC und einem guten Monitor könnt ihr mit 240 FPS spielen. Die neuen Konsolen hingegen schaffen ja maximal 120 FPS, was ehrlich gesagt ein Riesenschritt ist von den 60 FPS, die wir bis zur PS4 hatten. Aber der Schritt zum Beispiel von 120 FPS auf 240 FPS ist zwar auch das Doppelte, aber man merkt den Unterschied nicht so sehr, bin ich der Meinung. Ich finde, der Schritt von 60 FPS zu 120 FPS, was jeder Konsolenspieler kann, wenn er sich einfach nur eine neue Konsole kauft, die jetzt auch schon lange draußen sind. Das heißt, dieser Vorteil, den PC-Spieler haben, den kann man durchaus ignorieren, wie ich finde. Dann ist dieses Hauptargument von Tastaturspielern und Mausspielern, dass eben Controllerspieler alle bevorteilt werden, weil der Aim Assist sehr stark ist. Und da gibt es dann irgendwie auch gar keinen Mittelweg und das Ganze wird nicht analysiert. Und eins kann man ja mal festhalten, es wird da niemals 100% Einigkeit geben, denn das beste Beispiel ist X-Defiant, wo der Aim Assist für uns Controllerspieler richtig runtergesetzt wurde und ich persönlich gesagt habe, fühlt sich perfekt an. Warum ist es so? Warum finde ich es besser, wenn ich weniger Aim Assist habe als mehr? Als
vernünftiger bis guter oder sehr guter Controller-Spieler ist es der größte Abfuck, wenn man Aim Assist hat, der so hart in das Aim greift, weil er unbedingt so kalibriert ist, dass er wirklich sehr viel helfen will, dass man, wenn man eigentlich gutes Aim hat, mehr dagegen steuern muss und deswegen veraimt, als dass der Aim Assist einem hilft. Und dazu muss man sagen, die meisten Controller-Spieler, die ganz normal mit Aim Assist spielen, haben oftmals durch den Rotational Aim Assist den Vorteil bei Gunfights, die wirklich sehr close range sind. Diese Schwachsinnsvideos, wo man geradeaus zieht auf 30 Metern auf einer Call of Duty Map und da läuft einer vorbei und der Aim Assist geht angeblich so den Bildschirm entlang. Ich weiß nicht, wie man glauben kann, dass Aim Assist so funktioniert, aber er kann gerne dann einen Controller in die Hand nehmen und mal gucken, ob das bei ihm real so ist. Es ist Schwachsinn und man sieht nie die Leute mit den Händen dabei. Man sieht immer nur den Charakter und dann ist einer mit schlechtem Mikrofon, den man nie sieht und dessen Hände man nicht sieht. Und ich weiß, was der macht. Guck bei Aim Assist. Das ist also Quatsch. Controllerspieler haben bei Close-Range-Gunfights definitiv einen großen Vorteil durch starken Aim Assist. Das lässt sich auch nicht von der Hand weisen. Das ist trotzdem für mich nicht unfair. Jetzt kommt die Gegenseite. Alles, was Long-Range-Fights sind, was vielleicht, wenn man so überlegt, gerade in Warzone halt sehr oft passiert, sind Controller-Spieler im Nachteil. A, Aim Assist schaltet sich ab einer gewissen Reichweite im Gunfight. B, Aim Assist wird, umso weiter man weg ist, umso schwächer wird der Aim Assist in Call of Duty. Währenddessen Maus- und Tastaturspieler auf gewisse Entfernungen mit präzisen Maussteuerungen, was mit dem Controller nicht möglich ist, technisch und körperlich nicht möglich, so präzise wie mit der Maus zu sein, ist es halt so, dass Computerspieler auf Distanz den Vorteil haben. Ob sich das jetzt aufwiegt oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Wie könnte man dieses Problem lösen, dass es eben für alle oder für viele unfair erscheint? Einmal für die Mausspieler, einmal für die Controllerspieler. Und auch dafür muss man eigentlich nur zu XDefiant gucken. Mark Cuban hat ja bereits, als die Beta vorbei war, und also die erste vor ein paar Wochen, darüber gesprochen, wie er dieses Thema angehen will, weil er kennt diese Beschwerden, egal ob sie stimmen oder nicht, aber sie sind ja erstmal da. Und er hat gesagt, es wird ein Input-basiertes Matchmaking geben. Und dieses Input-basierte Matchmaking funktioniert wie folgt. Wenn ihr in einer Quick-Play-List seid, also wo 3-4 verschiedene Modi ausgesucht werden und ihr seid in einer Party mit Maus- und Tastaturspieler und ein Kumpel ist Konsolenspieler, dann werdet ihr in ganz normale, gemischte, nicht SBMM-Lobbys getan mit allen Eingabegeräten, die es halt gibt. Ihr könnt aber, wenn ihr Solo zum Beispiel spielt oder eine reine PlayStation-Party seid oder eine reine Maus- und Tastatur-Party, könnt ihr auswählen, was für ein Input ihr als Gegner haben wollt. Das heißt, ihr könnt entweder angeben, gar keine Präferenzen, dann kriegt ihr alles. Oder ihr kriegt, aber immer nur, wenn es ein fester Modus ist, ihr kriegt dann nur Tastaturspieler, wenn ihr selbst mit der Tastatur spielt, oder nur Controllerspieler, wenn ihr selbst mit Controller spielt. Die Idee dahinter ist gut und ich glaube auch, dass sie funktionieren kann. Ich sehe nur das Hauptproblem darin, dass ich glaube, dass es sehr wenig Tastatur- und Mausspieler im Verhältnis zu Konsolenspielern mit Controllern gibt. Weshalb ich mir vorstellen könnte, dass Maus- und Tastaturspieler, wenn sie nur mit Maus und Tastatur oder gegeneinander spielen wollen, sehr schnell merken werden, dass sie vielleicht auf Dauer nach 1-2 Monaten, gerade weil die Spielerzahlen bei XDefiant einfach nicht annähernd an COD-Rahmen reichen werden, dass man da häufig dieselben Leute trifft. Und gerade ohne SBMM ist es ja dann gut möglich, wenn man eh immer nur mit Leuten aus der Region verbunden wird, damit der Ping besser ist, dass das so kommt. Für Controller-Spieler ist es relativ entspannt. Sie brauchen sich mit dem Thema Cheater nicht mehr auseinandersetzen. Die Spielerbase auf Konsolen ist sowieso schon immer größer gewesen und kein Controller-Spieler sollte sich dann noch beschweren können. In Call of Duty ist das ein bisschen schwieriger, weil wir dieses verfickte SBMM haben. Und solange wir dieses SBMM haben, dieses blöde, obwohl es eigentlich eher ein Engagement-Optimized-Matchmaking, eine Formel, die von Anfang an entscheidet anhand von Parametern, wie gut oder schlecht eure nächste Runde wird. Das könnt ihr so hinnehmen oder nicht, aber es ist nun mal Fakt und da gibt es auch gar keinen Diskussionsbedarf, weil 1:1 funktioniert dieses Matchmaking so. Und mit den Disbanded Lobbies ist es nicht möglich, Input-basiert Matchmaking zu haben.
Dazu käme dann halt, dass man überlegen müsste, was mit PC-Spielern passiert, die mit Controller auf dem PC spielen. Die haben wegen mehr FPS und allem natürlich einen Vorteil gegenüber Controllerspielern auf der Tastatur, obwohl sie dasselbe Eingabegerät haben. Das heißt, so eine perfekte Lösung gibt es dafür einfach nicht. Das Einfachste, was man machen könnte, ist einfach leben und leben lassen und aufhören, sich in Grund und Boden zu beleidigen und diskutieren, weil der eine ein anderes Eingabegerät benutzt als der andere. Beides hat Vor- und Nachteile. Und wenn man, finde ich, als Tastaturspieler Controller als absoluten Aimbot empfindet und absolut unfair, ein Controller kostet 60 Euro, let's go, viel Spaß, spiel Controller. Das ist meine Meinung dazu, Leute. Lasst mich eure Meinung gerne hören. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich bin raus.